So, Freunde und Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem neuen Video und wir sehen, könnt ihr mal hier mein Baby stehen und auch wenn es danach ausschaut, dass es eine Außenwäsche wirklich verdient hat, alter Schwede, was geht denn hier ab? Sehe ich erst gerade mal richtig, geht es heute eigentlich um die Innenraumreinigung, denn innen sieht die Kiste wirklich nicht viel besser aus. Guckt euch das mal an. Das ist für meine Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr stark verschmutzt. Viel Zeug drin, da müssen wir ordentlich aussaugen. So wie der Mann das mag, hier die Sitze, da müssen wir auch mal drüber gehen und alles. Natürlich die ganzen Armaturenbereiche müssen wir auch alles machen. Was haben wir hinten bei Glorias Platz? Ja, aufräumen sowieso, sieht auch nicht gerade besser aus. Kindersitz mal rausknallen und dann natürlich auch mal drunter saugen ordentlich. Kriegen wir alles wieder hin, denn ich habe einiges vorbereitet. Was haben wir alles dafür da? Den kleinen Karamba-Staubsauger, hier ist das optimal. Hier vor der Garage habe ich Strom, da geht das. Brauche ich keinen Akku oder 12 Volt. Staubsauger, dann Speed Glass Cleaner natürlich, müssen die Scheiben ordentlich reinigen. Ich drehe auch ab und zu noch für meinen Zweitkanal Olli, wenn ihr dem nicht folgt. Hier ist der Link dazu. Ab und zu Videos im Auto und dann mache ich einen Saugnapf an die Scheibe von innen und da hat man dann immer diese hässlichen Abdrücke. Dann habe ich mir überlegt, wir gucken uns mal die beiden Finishes vom Surf City Garage Dashaway an und ewig nicht benutzt, eigentlich ein super geiles Produkt, ist Koch Chemie Multi Interior Cleaner. Ihr seht das nämlich hier auf der Flasche, ne? Man kann die Sitze damit behandeln, man kann aber auch die Armaturen behandeln und so weiter und so fort. Außer, in der Mitte sieht man es in klein weiß, Radio- und Navi-Display oder auch Tatro-Scheiben gehen nicht. Dafür habe ich nämlich den Koch Chemie ASC da. Dann natürlich auch ein Pinsel für die Feinarbeiten, um da alles rauszuholen. Und auch, kann man wirklich perfekt benutzen, nicht drüber lachen, ein Swiffer, super geiles Teil. Und dann für den Innenraum habe ich mich heute dafür entschieden, hier meinen 83 Me Too Dufteimer zu nehmen und den machen wir zusammen mit dem Chemical Guys Chewy Bubblegum, da habe ich Bock drauf. Also, los geht's, viel Spaß dabei. Fangen wir mit dem ersten Schritt an, trivial, Sitz komplett nach hinten bis zum Anschlag, Fußmatte raus, möglichst gekippt oder geknickt, sodass wir nichts reinfallen lassen. Jetzt guckt euch das mal an. Also der Bock hat es wirklich nötig. Das ist wochenlang nichts passiert. Richtig, richtig schlimm. So, wenn eine Pussy ist, jetzt wird es ein bisschen lauter, nicht wundern. Und dafür habe ich nämlich hier die Fugendüse dran gemacht, schön lang. Und dann kommen wir nämlich hier ideal in jegliche Bereiche überall mit rein. Und immer auch schön hier den Schlauch so ein bisschen mit der Hand fixieren, damit der nicht gegen den Lack kommt. Alter, die Karre sieht aus, ey. Innen wie außen wie ein Haufen Scheiße. War der erste Part. Das Gröbste haben wir jetzt schon mal raus. Müssen wir natürlich gleich nochmal in die Feinarbeit gehen. Wie gesagt, wichtig bei dieser Fugendüse, ihr könnt damit auch hier so ein bisschen in die Bereiche gehen. Da nur immer aufpassen, dass ihr hier in die Materialien nicht drankommt, irgendwas verkratzt. Und genauso, jetzt habe ich mir die so ein bisschen gedreht. Dann kann man nämlich ideal hingehen und auch nochmal hier ganz dicht bei der Schiene lang gehen. Da kommt man dann nämlich ideal dran und da auch so die ganzen Krümmel hier in diesem schwarzen Loch raussaugen. Nachdem wir den Bereich jetzt soweit gut gereinigt haben, können wir jetzt hingehen mit der Fugendüse auch über das Alcantara gehen. Muss man natürlich aufpassen, dass hier keine scharfen Kanten irgendwas sind. 200er Schmirgelpapier und ein bisschen sauber hier schön die Kanten wegmachen. Oder noch besser natürlich, ihr arbeitet mit einem Rosshaarpinsel, also das sind Pferdehaare hier dran. Und damit geht das ideal und damit könnt ihr nämlich auch über Leder gehen. So, los geht's. Dann natürlich auch so ein bisschen hier in den Ritzen drücken und gucken, damit man hier alles rausholt.
nochmal hier zwischen gehen. Ich bin jetzt gerade hingegangen, habe die Fußmatte soweit komplett sauber abgesaugt, damit der gröbste Schmutz weg ist. Dann nehme ich hier einen Sonax Polster- und Alcantara-Reiniger, mache mir da mal so ein paar Sprühstöße drauf. In die Bürste machen wir hier auch einen kleinen Spritzer mit rein. Man kann den natürlich auch mit einem Tuch verarbeiten, aber wir machen das jetzt hier mit der Bürste. Wenn wir den soweit gut verteilt haben, lassen wir den 5 bis 10 Minuten einwirken und danach können wir die Schmutzreste schön rausnehmen. Der wirkt nämlich in dieser Zeit, deswegen machen wir das jetzt gerade und danach sauge ich nämlich die andere Beifahrerseite weiter. Saugen wir nur noch nicht. Und da. Ja, ein paar Minuten sind vorbei, gehen wir jetzt hin und Tuch, gehen hier schön drüber und dann schauen wir mal, was wir hier aus den Fasern rausholen. Da fliegt natürlich hier in der freien Natur so ein bisschen was Zeug rum, muss man gleich vom Reinlegen natürlich nochmal ausklappen, kein Thema. Ja, das ist nicht schlecht, was der da rausholt. Ich denke, das kann sich sehen lassen, weil den Scheißdreck wollen wir ja wirklich nicht in der schönen Fußmatte haben. Sehr gut. Als nächstes haben wir den Bereich der Pedale hier. Und Pedale ist wirklich ein ganz kritisches Thema. Seid da höllisch vorsichtig mit irgendwelchen Mitteln, die ihr nehmt. Zum Beispiel, wenn ihr einen Glanzverstärker habt oder ihr geht hin und benutzt irgendein Kunststoffpflegemittel oder ähnliches und gebt das auf die Gummiteile auf, werden die Dinger rutschig. Also deswegen hier absolute Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe jetzt mal hin, wir testen das mal. Machen hier nur einen kleinen Sprühstoß, maximal zwei, auf das Tuch drauf, einen älteren Lappen hier. So. Hier unten an dem Gummi können wir erstmal ganz getrost, das ist okay, so ein bisschen drüber gehen. Hier an der Seite beim Pedal, dahinter sieht es ein bisschen blöd aus. Das kann man machen. Ich gehe jetzt auch mal hier zwischen diese Gummiteile. Aber passt da bloß auf, dass ihr da nicht mit irgendwas dran geht, was wirklich richtig rutschig wird und glatt wird dadurch. Dreck ist auf jeden Fall vorhanden, noch nie sauber gemacht worden. Da müsst ihr höllisch aufpassen. Nochmal bitte, ganz große Vorsicht hier bei diesen. Erste Part Innenraumreinigung ist soweit vollzogen. Ihr seht, das ist alles perfekt sauber. Armaturen kümmern wir uns jetzt gleich drum. Ja, hier Glorias Plätzchen auch soweit top. Dementsprechend jetzt Innenraum. So, vom Einsteigen natürlich Schuhe ausziehen, wenn wir jetzt hier gerade schon alles sauber haben. Fußmatte Fahrerseite liegt noch nicht drin. Jetzt nehmen wir uns hier den weichen Aufsatz wieder. Und hier bei dem Fahrzeug müssen wir jetzt schon aufpassen. Also der Holzbereich hier ist gar kein Problem. Das ist okay, da kann man drüber saugen. Hier haben wir aber Kunststoffglas bei der Uhr. Genauso wie auch hier schwarzen Klavierlack. Sollte man eigentlich nicht drüber gehen. Dafür haben wir nämlich den Swiffer. Das ist nämlich perfekt. Ansonsten hier solche Flächen, hier die Bereiche, hier auch wieder aufpassen, Klavierlackbereiche. Aber hier zwischen und so können wir nämlich ideal mit dem Swiffer drüber gehen. Genauso wie auch natürlich hier auf dem Navi-Display. Wenn wir hier so drüber gehen, damit der noch ein bisschen statisch geladen ist. Swiffer kennt jeder von euch. Da kommt man halt wirklich optimal überall zwischen. Kann man hier reingehen. Und ich denke, das habt ihr auch gesehen. Hier irgendwas mal rumgespritzt worden. Ich weiß es auch nicht. Also ich trinke in diesem Kfz eigentlich nie. Deswegen kann ich das nicht gewesen sein. So, und dann machen wir das jetzt mal hier alles schön sauber. Passt, perfekt, wunderbar, da brauchen wir gar nicht einen Staubsauger für den Bereich, dann ist das schon mal noch besser, wie ich finde. Genauso jetzt hier auch beim Cockpit, macht euch das Lenkrad natürlich hier ein bisschen locker, damit er da auch in jede Ritze reinkommt, wie die Frau das mag. So, wunderbar, zack, 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 der untere Bereich davon natürlich genauso seitlich. Ja, auf dem Armaturenbrett kann man natürlich auch noch ein bisschen den Staub abnehmen. Das geht genauso, dafür ist ein Swiffer ja gemacht, dafür ist er da. Perfekt, sehr, sehr schön.
Das sieht schon mal deutlich besser aus. Machen wir an der Stelle jetzt mal hier einen kleinen Vergleichstest. Linke Seite, Koch Chemie Multi Interior Cleaner hier auf dem Gummikunststoff oder wie das heißt. Ich sprühe mir dafür ein ganz klein wenig hier aufs Tuch. Passt damit, wenn ihr das im Fahrzeug Innenraum macht, natürlich auf, damit der Sprühnebel nicht hier überall hinkommt und womöglich auch auf das Navi-Display. Das wäre ganz, ganz fatal. So, dann machen wir das jetzt mal hier bis zur Kante. Also richtig Schmutz wird hier nicht vorhanden sein, aber wir können hier auf jeden Fall eine schöne Auffrischung des Kunststoffes machen. So, ich mache das jetzt mal hier komplett mit durch, weil das Tuch auch noch ein bisschen feucht ist. So, ja, minimale Verschmutzung drin. Gehe mit einem trockenen Stelle, na, falsche Stelle, so nochmal kurz drüber. Okay, so, andere Stelle des Tuches nehmen wir jetzt. Und das ist ja so ein All-Time-Favorite, der Surf City Garage Dash Away. Auch zwei Sprühstöße, drei Sprühstöße hier rein. Und dann gehen wir mit dem mal drüber. Oh, guck mal, der Unterschied. Der schäumt deutlich krasser, obwohl der Multi-Interior gerade auch schon ordentlich geschäumt hat. Okay. Aber das muss natürlich nichts heißen. Ja, ich hätte das Handschuhfach auch gerade mal aufmachen können. Dann hätte man die Kante bis oben hin beim Multi-Interior auch gehabt. So. Einmal komplett drüber. Trockene Stelle des Tuches, damit wir nichts vermischen. Wo haben wir sie? Vier müssten wir haben. Da. Auch nochmal kurz rüber, das ist eh schon abgelüftet. Okay, und jetzt gucken wir mal, sehen wir da einen Unterschied? Also eine Farbauffrischung ist minimal zu sehen, aber vom Finish her, also ich sehe definitiv hier noch einen Kleberrest, hier auch. Gefühlt, oh, das ist ganz schwer zu sagen, je nachdem wie das Licht fällt. Also ich weiß es nicht genau. Sind beides wirklich sehr gute Reiniger, die ich auch schon seit Jahren immer wieder benutze, wo man nichts mit falsch macht, wie ich finde. Wenn man halt aufpasst, weil beide dürfen nicht auf das Navi-Display. Das ist halt ganz wichtig. Ich nehme jetzt einfach mal den Surf City und sprühe mir davon ein wenig hier drauf und gehe jetzt hier ganz sanft drüber. Hier haben wir jetzt gereinigt. Da können wir jetzt auch mit der langen Fasernseite hier natürlich ganz sanft drüber gehen. Das Ganze so ein bisschen sauber machen, auffrischen und schön machen. Perfekt. Hier auch. Bei den Klavierlacken hier muss man ein bisschen aufpassen, das schliert dann relativ schnell. Dafür dann auf jeden Fall nochmal eine trockene Seite des Tuches nehmen und nachpolieren, wie es so schön heißt. Also einfach sanft drüber gehen. Also mache ich mir das Lenkrad jetzt nochmal raus. Hier sieht man ja diese hässlichen Flecken da. Die müssen jetzt endlich mal weg. So. Jetzt mit dem Tuch hier mal schön lang. Auch ein bisschen so mit der Falte in die Ritze. Kennt man. Ach, wunderbar, ey. Das hat mich schon Wochen aufgeregt. Ich komme jetzt endlich mal dazu, diesen Scheißhaufen sauber zu machen, der da dran hing. Perfekt. So. Wie gesagt, nicht aufs Display. Nur hier vorne auf dem Kunststoff, da können wir lang gehen. Fürs Display gleich, also für Tacho und Display, Navi-Display, nehmen wir gleich ASC. Ihr könnt natürlich den ASC auch für den gesamten Innenraum nehmen, da habt ihr gar keine Sorgen. Für Stoff, für Leder geht der auch. Also eigentlich ist der für Stoff mehr in der Reinigungspistole empfohlen. Meiner Meinung nach geht das aber auch problemlos. So, das hätten wir. Hier haben wir noch was, hier zwischen. Hier werden noch so ein paar Gleitmittelspritzer, was auch immer das ganz genau ist, sein, weil Mercedes ja hingegangen ist und hat mir hier das Quietschen hier weggemacht. Und seitdem, danach ist mir das irgendwann aufgefallen, dass hier so ein paar kleine Flecken sind. Ich schätze, die werden da irgendein Gleitmittel, irgendwas in der Richtung reingesprüht haben, damit das halt nicht mehr so knirscht. Ja, und Werkstattleute kennen wir alle. Die passen halt, ich mache nur die Rückseite, nicht wundern, die passen halt nicht ganz so gut aufs Kfz wie wir. Das ist wenig für das Armaturenbrett. Das ist aus Leder, da kann ich jetzt auch ganz easy hier drüber gehen. Das macht kein Problem. Ich denke mal, in der Nahaufnahme könnt ihr das sehen, wir können auch noch hin. Ich mache jetzt hier extra noch mal so paar Flecken und alles mögliche drauf. Das Ding ist ja sauber, deswegen ist es jetzt kein Problem. Und gerade heutzutage bei einem modernen Touchscreen ist das ja realistisch, dass das Ding so aussieht. Wenn ich mich an den BMW M5, den ich da hatte zum Probe,
zurückerinnere, sah das noch schlimmer aus. Waffeltuch, ihr seht, ich habe mir 2-3 Sprühstöße reingemacht. Warum Waffeltuch? Weil es das Beste ist für Display, Scheibenreinigung und so weiter. Und wir haben das Gerät ja gerade soweit schon grob gereinigt, nämlich mit dem Swiffer. Und dementsprechend haben wir jetzt keine Verschmutzung oder Ähnliches mehr drauf, sodass Kratzer kommen können. Jetzt habe ich es mir umgefaltet und gehe hin und gehe jetzt hier ganz sanft drüber. Und man merkt es auch, das ist deutlich glatter wieder. Sehr schick geworden. Und jetzt sollten eigentlich alle Fingerabdrücke, Flecken weg sein und ihr solltet das auch gut sehen können. Das Ding sieht Bombe aus. Sehr geil. Gleich hier mache ich natürlich mit dem Swiffer vorgereinigtes Cockpit. Also sprich Tacho-Display-Scheiben, wie auch immer die Scheiße heißt. Auch sanft drüber gehen und dann wieder trockene Stelle und streifenfrei sauber machen. Ist halt wirklich wichtig, weil hier spezielle Beschichtungen drauf sind. Und die könntet ihr im schlimmsten Falle beschädigen, wenn ihr mit einem alkalischen Reiniger beispielsweise drauf geht. Ah, da habe ich schon Displays gesehen von Abonnenten, die da was gemacht haben. Das ist nicht so die tolle Nummer. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Auch sehr kritisch, besonders wenn man blöd ist wie ich und geht hin und lässt die Frau das Auto fahren. Dann hat man natürlich solche Striemen hier vom Einsteigen. Ja, ja, man kennt sie. Dementsprechend gehen wir hin. Ich habe ja jetzt mit dem Tuch den oberen Bereich soweit, da war noch was, gereinigt. Und danach gehe ich erst hin und nehme die Stellen, wo größere Verschmutzungen sind. Mit dem Tuch gehe ich danach nicht mehr oben dran, erst wenn das wieder frisch gewaschen ist. Ganz wichtig, aber kleiner Hinweis. So, und dann gehen wir jetzt hier hin und versuchen das mal richtig zu reinigen hier. Natürlich hier auch die Leiste ein bisschen. Und das ist das Schöne an so einem Surf City Garage Dash Away oder auch an einem Multi Interior Cleaner von Koch. Der ist halt optimal für die gesamten Bereiche hier. Ich kann ja auch ein bisschen über den Stoff gehen, das ist kein Problem. Hier auch mal kurz über die AMG-Leiste. Macht auch nichts, geht auch nichts kaputt. Nur halt bei Displays, Tachoscheiben und so, da müsst ihr halt wirklich höllisch aufpassen. So, und jetzt guck mal, dass die Schuhstriemen hier auch wieder ordentlich wegbekommen. Und hier genauso bei der Türpappe einfach hingehen. Können wir natürlich hier mal kurz mit übers Leder drüber gehen. Gar kein Problem. Ja, Freunde, soweit ist schon sehr, sehr gut geworden. Guckt es euch da oben an. Ein paar dunkle Wolken. Nicht ärgern. Kein Problem. Tür zugemacht natürlich, damit die Türpappe, die wir jetzt gerade frisch sauber gemacht haben, nicht so nass wird. Hier drüben ist das kein Problem. Da steht das Ding ein bisschen drunter. Dann kümmern wir uns jetzt. Scheibenreinigung von innen. So, es hat endlich aufgehört zu regnen. Dementsprechend können wir weitermachen. Bisschen Speed Glass Cleaner. Na, ist zu. So, hier aufs Waffeltuch und dann mit leichtem Druck drüber gehen und hier erstmal die Scheibe komplett vorreinigen. Danach Rückseite vom Tuch, hier aufs Schildchen aufpassen, so. Und dann mit geraden Bahnen, mit leichtem Druck einfach drüber gehen und dann haben wir die Scheibe perfekt streifenfrei sauber. Dann gehen wir auch noch hin und kümmern uns um den Raumduft. Und normalerweise wäre ich jetzt hingegangen, hätte das Chemical Guys Spray genommen und in den Fußraum gesprüht. Aus mittlerweile Erfahrungen über Jahre hinweg weiß ich, dass das die Fußmatten ziemlich zusetzt und ja, einfach verdreckt. Dementsprechend, ich hatte bislang jetzt hier den Fresh Vanilla Dufteimer von mir drin. Den nehme ich aber jetzt nicht mehr, sondern habe ich schon aufgemacht. Ein Do-It-Yourself haben wir hier. Ne, die kennen ja hoffentlich alle. Extra langes Bändchen, damit das auch richtig gut hängt und um den Rückspiegel überhaupt drum kommt. Dann nehmen wir nämlich jetzt in Verbindung hier den Chewy Bubblegum, sprühen uns den ein bisschen. Mal natürlich nicht in offene Autorichtung, sondern hier. Da steht es ja so. So, machen wir jetzt 2 Sprühstöße drauf und geil. Geil, riecht richtig gut. Ab damit ins Auto. Perfekt. Und da seht ihr das mit der Warnmeldung natürlich, Handwash only, haben wir den jetzt hier schön baumeln, so wie auch in der Hose beim Mann, es muss schön baumeln, so ist das optimal. Dementsprechend sind wir gleich durch. Freunde, das war's soweit hier zu meiner kompletten Innenraumreinigung. Wie ihr sehen könnt, sieht das Fahrzeug wieder richtig gut aus. Wir sind hingegangen, haben hier die Einstiegsstriemen entfernt, wir haben die Fußmatten perfekt gereinigt, die Sitze sehen auch wieder top aus. Hier über das Alcantara muss man auch nochmal ganz sanft hier drüber gehen, dann sieht das auch wieder schick aus. Ansonsten Alcantara-Reinigung kommt auch noch mal ein Video. So sieht das nämlich auch wieder richtig gut aus hier im Innenraum. Wir sehen auch den streifenfrei gereinigten Navigationsbildschirm und so weiter und so fort. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, signalisiert mir das gerne mit dem Daumen nach oben. Und jetzt schreibt in den Kommentar, was ihr davon haltet. Haut rein, bis zum nächsten. Ciao.